Jo und alle willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Sonnenkönnschein, im letzten Paar haben wir die Psycho-Arena weggehauen. Wir sind auf dem Weg nach Xanio City, bla oder so. Wir müssen T-Marco folgen und Dinge tun über diese ewig lange Wasserroute drüber. Mal sehen, ob ich es erfolgreich schaffe, allen Trägern auszuweichen. So. Immerhin weiß ich tatsächlich, wo wir dann noch lang müssen. Dafür habe ich das Spiel, glaube ich, zu oft gespielt. Um das zu vergessen, ganz am Anfang, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, war ich so hart verwirrt. So. So, wunderbar. Ha! Reingelegt! Wirklich mehr, okay. Super Schutz, bitte. Jetzt schauen. Wir werfen gleich mal einen Blick auf die Karte. Weil ich nämlich nicht vorbeischwimmen, das wäre auch super peinlich. Aber ich glaube, ich bin schon einmal halb vorbei. Wir werfen mal einen Blick auf die Karte, ne? Ich bin schon vorbeigeschwommen, ne? Wir müssen dahin. Verdammt! Ich muss das jetzt hier hoch auf 128, 26. Okay, dann muss ich doch hier hoch. Es ist halt total verwirrende Too Much Water Route, sage ich nur. So, wo war das? Nein! Ich wollte alle Trainer dort. Okay, Triathlon, du hast auf jeden Fall Wasser-Pokémon, habe ich gehört. Oh Gott, Wingull. Nein, warum Wingull? Okay, es kann offenbar kein Flügelschlag oder setzt random die falschen Attacken ein. Und das war bei the way ein Crit. Ah klar, die sind jetzt alle natürlich mega schwach, weil meine Theorie, ich hätte vorher lang auch schon lang können müssen können. Man hätte die ganzen Wasserrouten hier abklatschen können. Abklatschen vor. Oder so, high pfeifen. Was ist mit der Formulierung? Abklatschen. Bam, 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 bam. Yay! Okay, offenbar hat die ganz viele Winkel sich greifen an mit meinen Zanker. Ja. Bam. Ich mache Bam, 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 Bam. Okay, könnte auch Flugschlag, never mind. Aber ich denke das. Krass, so ein Boss muss echt schon heftige Verteidigungswände haben. Dass es einfach so wegsteckt. Unser Starter kann mit den ganzen künstlichen gezüchteten Pokémon unseren Team mithalten, offenbar. Es tankt nämlich einen Flügelschlag. Oder so. Ich glaube, Level 42 ist dein Gigasauger. Das wäre super. Wunderbar. Flügelschlag. Oh ja. Dum, 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 dum. Bam, 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 bam. Stern, du. Okay, das ist gut. Das einzige war nicht das Nicht-Pokémon. Denn ich mach das Tarnung mal zum Typ normal. Oh, ja, Sonnenboss. Ich glaube, das ist stärker als Kraft der Elektro, kann das sein? Wir werden es nie erfahren. Ich denke mal, Elektro-Kern ist auch ein Pokémon, was auf jeden Fall nicht in die Liga mitkommt. So. Aber der Schutz wirkt nicht mehr. Genau, hier kommen wir dann später raus. Und wenn es darum geht. Hier ist nämlich eine Wasserhöhle für. Achso, man musste hier über den Rand hin. Ich werde aber erstmal nach Sinnoh, damit ich dann hinfliegen kann später. Na komm! Ich werde ein Pokémon-Tauch einsetzen, damit ich hier hoch kann.
Hier ist auf jeden Fall. Also ich weiß, dass wir hier hin müssen. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier hoch. Das heißt. Dings da. Das ist der Graben um die Scheißinsel. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Nach links meine ich. Superschutz. So, hier. Ah, das sieht doch schon eher nach der Insel aus. Das sieht schon etwas eher nach der Insel aus, wo wir hinwollen. Ich glaube, hier ist es schon. Ja, ich möchte die Tauchen einsetzen. Und hier ist der Eingang. Man kommt, also in Oras, kommt man, kann man einfach A drücken, dann kann man wieder hochschwimmen. Ansonsten ist man verloren für immer, bis man auf die Idee kommt, nochmal Tauchen einzusetzen und wieder hochzukommen. Man kann bei der Wien noch nicht in die Arena. Die ist zu. Bam, 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 bam. So. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt noch ein paar Tränke holen. Und belieber. Wenn das hier... Ah ja, super Trank. Ah, oh, super, super. Der Supermarkt war ja auf der anderen Seite. Hier gibt es übrigens WTGara-Dose. Das ist jetzt cool. Ja, die Tür ist zu. Warum er gerade nicht da? Es gibt natürlich keine Erklärung, außer du musst vorher Team Aqua umhauen. Das ist die einzige Erklärung, warum die zu ist. Kaufen! Ich kaufe mir 3 Beleber. Das ist super toll. Außerdem hoffe ich mir noch einen Hypertrank. Das ist doch super awesome. Wo ist das ganze Geld von der Arena? Kaufen noch ein paar Hyperheiler. Bam, bam, bam. Ich kaufe random Item ein. Und noch einen Beleber. Yay. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich gerade Geld ausgegeben habe. Oder so. So, Worte. Superschutz. Ich denke mal, es wird reichen. So. Auf zur Insel. Yay. Ja, komm, gehen wir gleich nach oben. Also in Oras haben die Tauchpassagen sehr cool gemacht. Das wollte ich mir so sagen. So viele Wasserrouten gibt es hier. Ist das schon die Insel hier? Ja, hier ist es schon. Wunderbar. Yay. So. Das Tiefseeforschungsboot 1 steht auf der Außenhülle. Das U-Boot, das Team Aqua in Sekrafossil gestohlen hat. Team Aqua muss ja ins Land gegangen sein. Ja, das kommt für die 3 Schritte, mache ich jetzt keinen Schutz. Doch, ich brauche den Schutz, weil es dann Land auch Pokémon gibt. Pokémon. Tiefste Höhle. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein paar Strömungsrätsel und lustige Dinge lösen. Yay. This is how you not solve. Und erst Fiebelrätsel verkackt. Alles klar. Läuft bei mir. So, machen wir diesmal richtig, ne? Hab ich gehört. So, stärker einsetzt natürlich! Mein Sonnenkern ist übermäßig krass stark.
Das wäre jetzt geraten, aber ich glaube, es ist richtig. Da kann ich nämlich das hier kaputt, da kann ich auf jeden Fall da links rein. Ich glaube, so schwer war das Rätsel gar nicht. Wie gesagt, ich glaube das. Okay, hier gibt es offensichtlich nur einen Weg, nämlich den hier gerade von rein. Und jetzt kann ich effektiv eigentlich nur nach da. Und jetzt nach da. Okay, neuer Versuch. Gehen wir nach da. Und dann hier rein. What? What? Das ist ein Rückweg gewesen, ne? What the fuck? Das war ein Rückweg? Okay. Schau weg. Schau weg. Oh, das ist ein bisschen frustrierend, dass ich das nochmal machen muss. Jetzt gehen wir mal hier unten rein, vielleicht haben wir da andere Chancen. Und wie der Scheißschutz wirkt. Okay. Oh, jetzt bin ich einfach hier oben. What the fuck? Okay, das ist also auch eine Sackgasse. Nein! Das ist so schön für dich, dass du überall blaue Flecken hast. Wie war es da drin, dass du blaue Flecken hast? Ja, in U-Boot passen nicht viele Leute rein. Ist nicht überall angestoßen oder was? Kreideschrei, okay. Ich hoffe mal, ich one-hitte dich. Oh Gott, du bist auch Level 38. Okay. Au. Aber es ist sowieso speziell, deswegen. Heißt nicht, dass ich das schon wieder ein Crit ist. Oh Gott. Warum crittest du mich einfach hier weg? Ich werde mich kurz vor den Aquaboss heilen. So. Welchen habe ich jetzt vorne? Ja, komm, ist echt egal. Das ist okay. So. Versuchen wir mal auf die linke Seite zu kommen. So. Dafür habe ich es aber schon verkackt, denn ich muss dann von da. Na, noch habe ich es nicht. Ich habe es nicht ganz verkackt. Ich muss nämlich den hier runterschieben. Dann kann ich nämlich den hier rüberschieben. Na, wie komme ich denn da? Dann muss ich den hier. Oh Gott, ich habe es auch. Ich habe es verkackt. So, ich muss nämlich den hier so. So. Schieberätsel. Ah, wir lieben sie doch alle, oder? So, dann kann ich mich den jetzt hier nach links schieben. Den nach oben. Den jetzt drüber setzen. Hui. Eins nach drüben und jetzt hier rein. Okay. So, dann hier Surfer. Dann hier.
kann ich eigentlich effektiv nur hier rein. Und ich hingehe gar nicht da wieder. Ich hingehe, gehe ich dahin. So. Ich dahin gehe, ich muss hier nach oben, glaube ich. Und kann dann von hier aus hier rein. Bäm. Ah, Schieberätsel. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal richtig hier. Ja, möchte ich. Die klatsche ich jetzt um. Oh Gott, wie bist du so unserem U-Boot gefolgt? Was denn merkst du als Kind? Aber das berechtige ich nicht, hier herumzuschnüffeln. Jetzt kann ich die Sache von Klimainstitut heimzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerzen, pass auf. Okay. Aqua vorstellen, Gordula. Ach, die ist das mit der Heidung. Da habe ich irgendwas richtige Pokémon vorne. Bestimmt nicht die effektivsten Art und Weise, aber egal. Das reicht natürlich nicht aus. Wie kannst du es wagen, diesen Angriff zu tanken? Und ein Crit. Okay. Die Crits sind echt häufig im nächsten Part. Kann das sein? Auch im letzten Mal immer wieder irgendwie Crits mitbekommen. Gegen Magnein setzen wir am besten einfach Bosskern ein. Giga Sauger, okay, macht ein Geber rein. Mist erstmal! Hex! Bam, 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 bam. Jetzt kommt der Angeberei-Boost. Ich muss aber gerade nur einmal durchkommen, hat es schon, kann das sein? Bodycheck, okay, das können wir eventuell erreichen. Aber komm, die Faust, die Faust, die Faust! Mann, die Faust! Bäm, Gigasauger. Das sind die KP-DVs und die Verteidigungs-DVs gewesen, die mich gerade den Schadelf absorbiert haben. Yay. Aha, aua. Aha, das ist unglaublich stark. Es ist verdammt schade, dass du kein Mitglied von die Aqua bist. Du könntest eine wunderbare neuen Welt in unserem Boss sein. Leute, wir brauchen noch teilhaben. Next time. Next time. Ganz viele Schieberätsel. Hier, 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 hier und dann habe ich es verkackt, ne? Ich kann auch hier, hier. Hier. Ah doch, es geht, es geht, es geht noch, es geht noch. Hier und so, bam. Ah, jetzt kommt sie mit Nebel und alles. Was auch immer, warum liegt denn die M rum? Ich hab die irgendwie nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt, dass hier eine DM liegt. 26 war es gewesen. Das ist Raub, okay, das passt ja. Na. Ah, da unten ist Kyogre. Okay, alles klar, dann heile ich mal kurz ein Pokémon. Und dann ist Kyogre. Bam, 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 bam. Wir haben schon 5 Nimbertränke, geil. So, Guys.
Den Kampf gegen Adrian und Kyoko, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch haben die Schiebegeräte gefallen, genauso sehr wie mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.